Ja, Hallo hallo und und willkommen herzlich. zurück bei Let's Play Together Eier. Und ich will auch mal wieder eine Anmoderation Ja, machen. Nicht immer richtig, mach nur mal eine. du. Ja, Da genau. drängelt sich ja schon die letzten Folgen vor. Das ist ja nicht normal. Ja, genau, ich Und wollte dann heult mich. er wieder rum, dass er so viele Anmoderationen machen muss. Ja, genau. Nein, ich Heulsuse. wollte die Aufnahme ein bisschen schneller gestalten, indem ich einfach sage, los geht's. Und bisher hat es relativ gut geklappt. Ja, das geht. Und. Das geht auch so. Muss nur mal sagen, gleich weiter. Also das kann ich auch. Ich bin ja fast eingeschnappt hier. So, was rennst du denn hier wieder hier hoch? Wir morgen nichts mehr. Ja, wir gehen doch hier gleich runter. Wir Ich springen gleich hier habe aber runter. Höhenangst. Jo. Siehst du? Deswegen mache ich gleich die Flügel auf. Ich flieg nicht erst. Da haben wir auf jeden Fall was zu tun jetzt. Ich habe auch so in die Flügel eingezogen. Aber ich lebe Da hast noch. du aber Glück gehabt. Da hast du richtig Glück gehabt. Wo lang? Da lang. Oh, ich habe irgendwas geaddet hier oben in der Luft. Was in der Luft addest du was? Ja. Okay. Bumm, jetzt bin ich unten. Okay. So, also wir haben hier auf jeden Fall diese Baku-Hinterkeulen. Natürlich etwas ungünstig, dass wir halt, wie gesagt, halt zu zweit wieder sind. Das heißt hier, dein erster Drop. Das heißt, wir müssen dann insgesamt 20 von den Dingern killen, um dann halt die Drops da voll zu bekommen. Aber ich denke, das bekommen wir hin. Ja, bestimmt. Es sei denn, ich ländere die Loot-Reihenfolge, dann müsste ich das eher schaffen. Naja, gut, nutzt ja nichts, ne? Doch, ich kann dann einfach gehen und sagen, ich habe keine Lust mehr. Nee, mach ich natürlich nicht, ich bin ja kein Arsch. Boah, stimmt eigentlich, ich Also, könnte dir heute. ja eigentlich lassen, wenn man es so will. Ja. Ja, ne, Oder gut, dann mache ich würde ich ein das? bisschen vorausgehen. Nee, muss ja nicht unbedingt sein. Komm, wir machen jetzt durch. Haben wir wenigstens beide die gleichen Quest, auch wenn du ein bisschen schon voraus Nee, bist. wobei, das ist Blödsinn, ja. Hier, nimm du die. Mir ist egal, nur Ja, gut. nimm du die. Weil dann brauchen wir keine 20 hier zu hauen, dann hast du die Quest, zumindest das musst du sowieso ein bisschen aufholen und ich mache sowieso, bei jeder Aufnahmesession mache ich sowieso ein bisschen automatisch fair, weil ich automatisch ein bisschen mehr durch die Jawohl. Energie der Rast bekomme. Ja, mein Und. Mädel ist gerade gekommen. Hallo, mein Mädel. Ja, sie hat auch was zu futtern mitgebracht. Wir müssen aber noch diese Folge aufnehmen und dann sind wir, denke ich, auch erstmal so weit durch. Zumindest bis Montag, dem 21. kommen wir dann hin. Das müsste ja reichen, du, für deinen Kurzurlaub. War das so? Hoffe ich doch. Keine Ahnung, ich weiß Ja. es nicht. Müssen wir mal schauen. Also, Nein, wie müssen wir mal gesagt, schauen. die nächste Ja, wäre wie ja dafür am gesagt. 23. Die müsste dann theoretisch pünktlich kommen. Wenn nicht, liegt's am du. Sag mal's einfach so. Hi. Okay. Gucken wir mal. Trepp auf. Rosa hat wirklich was zu essen mitgebracht. Jetzt krieg ich Hunger. Lässt er Kann die ich auch Türe nichts wieder auf, dafür. dass der Duft reinzieht. Schlimm mit den Mädels immer. Sei froh, dass er hier Haha, bist überhaupt ja was zu essen runtergefallen. mitbringt. Was gibt's Ja. denn? Chinesisch, Döner. Döner, denke ich mal. Oder, ja, Ja. Döner. Döner macht schöner. Also wird's Döner sein. Okay. Ja, wie gesagt, dazu muss man sagen, normalerweise wäre ich ja jetzt zu dieser Zeit gar nicht zu Hause. Richtig. Ich wurde kurzfristig einen Tag krankgeschrieben. Und nicht absichtlich, nicht extra fürs Aufnehmen. Richtig, Mir geht's soweit gut. weil der wurde nämlich von der Arbeit nach Hause geschickt, weil er nicht ganz bei der Sache war. Ja, genau. Und das ist ein Und. Insider in dieser Aufnahmesession, tut mir leid. Ja, genau. Du kannst Oder es ist ja schon sieben mal Folgen her, erzählen am also schon Ende. 14. Ja, schon 14 Tage her, also. Der ist schon 14 Tage alt. Kannst es ja jetzt aber mal den Zuschauern erzählen, was Ja, hier passiert also ist. genau, wie gesagt, ich hatte einen kleinen ja, Kreislaufzusammenbruch in der Nacht gehabt und da hat es mich halt ja aus den Latschen gehauen. Entsprechend sitze ich hier mit ganz steifem Hals und momentan halt das Einzige, was wirklich richtig steif ist, ist mein Hals. Und Was der. soll da auch anderes steif sein bei dir, Junge? Da Ja, kann Mann. nichts anderes steif Geh du da nur mal von dir aus. Ich meine, gut, wenn du in der Nähe bist, hast du da durchaus recht. Da wird da bei mir regt sich dann da nichts. Versuch dich nicht wieder rauszureden. Ist ja Den auch so. Spruch, der Naja, Spruch war jedenfalls, wie gut gesagt, genug. hat's mich da ein bisschen um die Ecke geledert. Mich hat's, ja, ich habe kurz das Bewusstsein verloren. Bin halt so schnell aus dem Bett aufgestanden. Hat ein wenig meinen Blutdruck, hat das nicht ganz so mitgemacht. Der war noch nicht so schnell weit oben wieder. Und ja, entsprechend hatte ich gedacht, okay, machst du mal kurz die Augen zu und fällst mal auf den Boden.
da das ja leider relativ unkontrolliert passiert. Das heißt, du stützt dich ja, wenn du bewusstlos bist, nicht mit den Armen ab, sondern fällst einfach nur hin. Da bin ich wahrscheinlich etwas ungünstig gefallen, noch mehr oder weniger Glück im Unglück gehabt und halt eben nur einen steifen Hals. Gebrochen ist nichts oder angeknackst in Sachen Wirbeln. War ich ja heute extra Röntgen. und der Typ hat halt gesagt, also der Typ, Dr. Arzt hier, hat gesagt, ja, ein Tag, komm, machen wir sicher, wenn noch was ist, soll ich halt nochmal vorbeikommen. Aber das habe ich eigentlich nicht vor. Noch nicht. Ja, und da haben wir gesagt, na gut, ziehen wir wenigstens die Aufnahme vor, warum das Nützliche nicht mit dem Unangenehmen verbinden und sagen, okay, Aufnahme vorgezogen. Übrigens bin ich fertig, ne? Okay, gut, alles, ja. Aufnahme vorgezogen, weil heute Abend ist ja auch noch wieder ein Deutschlandspiel. Wie ich annehme, das letzte Deutschlandspiel der WM. Du lachst mit deinem Unwissen. Ja, ich sag mal so, es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel werden. Du lachst aber trotzdem mit deinem Unwissen. Du lachst mit deiner Hoffnung. Also ich, wie gesagt, das ist... Dir ist schon bewusst, du hast gerade gesagt, dass das letzte Spiel von Deutschland in dieser ist. WM. Na naja, gut, okay, abgesehen vom Spiel um Platz 3 dann halt natürlich. Aber das zähle ich jetzt nicht. Ja, man muss, kurz zum Spiel gesagt, hier wäre jetzt natürlich... Ja, sehen, dass es natürlich deutlich gelaufen ist. Bei euch, genau, ja. Bei euch ist das schon vorbei. Aber ich gebe eine Prognose ab, Deutschland wird gewinnen und ich denke auch, Deutschland wird am Ende Weltmeister werden. Das liegt daran, weil du guter Hoffnung bist. Nein, nicht guter Hoffnung, weil die anderen Teams nämlich auch alle relativ, wie soll ich sagen, gerade ganz so stark waren. Gut, Brasilien wird natürlich von dem Heimvorteil jetzt gerade an dieses Fußballspiel heute Abend, in dem Fall orientiert, den Heimvorteil haben. Allerdings werden sie auch, da fehlen zwei Leute, nämlich zwei starke Leute, eine mit Wirbelbruch, der andere mit gelber Karte. Ist der andere der eine bewusstlos geworden oder was? Der eine ist passend zu dieser Aufnahmesession bewusstlos. Nein, keine Ahnung, der hat im letzten Spiel halt einen Tritt gegen den Rücken bekommen und da ist ein Wirbel gebrochen. Ich weiß. Hast du wahrscheinlich schon gelesen, ist natürlich nichts Schönes. Man hofft natürlich, dass alle gesund immer aus so einer WM rauskommen. Aber ja, gut, jetzt halt nichts ändern. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Es, wie gesagt, mit Ruhm bekleckert haben sich natürlich alle Mannschaften nicht, muss man sagen. Gerade ab dem Viertelfinale dann halt. Ja, also genau. Es war jetzt wirklich keine Mannschaft auch dabei, wo ich sage, okay, die haben mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Ne? Auch die Holländer phasenweise relativ schwach. Ne? Kommt halt immer drauf an. Ne? Wer spielt noch? Argentinien. Ja gut, Argentinien ist auch nur mit diesem Messi irgendwas und... Brasilien ist immer so eine Sache halt für sich. Naja, wie gesagt, man hat es an Portugal gesehen, dass wenn nur ein, in Anführungsstrichen, starker Spieler dabei ist, die Deutschen den durchaus aushebeln können. Aber es kommt halt drauf an. Brasilien sind ja immer ein paar Rasenkünstler dabei. Wir werden es sehen. Oder ihr habt es gesehen. Genau. Ich glaube es, wenn sie es schaffen, ich hoffe es, aber ich erwarte es nicht. Sag mal so. Ich denke, dieses Jahr kann es was mit dem WM-Titel werden. Schauen wir aber halt mal. Ja. Ich schätze, es wird Brasilien. Ja. Vielleicht. Wir werden sehen. Aber immerhin haben wir dann gegen den, und wir machen Platz 3 auf jeden Fall. So, wieder. Wie vor 2 Jahren, wie gesagt, ist doch ein gutes Ergebnis. Dritter Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Wobei natürlich die Reihenfolge, müsste Dujan schon recht haben, 3-2-1, noch besser wäre. Das nächste Mal gewinnt dann eBay. 3-2-1 Mainz. Das letzte Mal sind wir Dritter geworden, glaube ich, ne? Nee, das letzte Mal sind wir Zweiter geworden. Dritter. Nee, Zweiter. Doch, wir hatten nämlich das Spiel gegen Uruguay dann noch gespielt. Wir sind, glaube ich, im Halbfinale gegen Italien raus. Italien wurde zwar... Italien, glaube ich, dann gegen Dingens gespielt. War das nicht eine WM davor? Ja, ich glaube, das war eine WM. Ich glaube, das war eine WM davor. Das kann, wie gesagt, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich bin ja wohl, wie gesagt, auch nur da alle 2 Jahre Fußballfan. Insofern kann ich das nicht so genau sagen. Bei meinem Gedächtnis sowieso nicht. Richtig. Das sind auch ein paar Lücken vorhanden mittlerweile, eben, wie wir in dieser Folge festgestellt haben. Eben, das ist nicht ganz bei Bewusstsein. Nein, natürlich. Natürlich, wer den Schaden hat, für den Sport nicht zu sorgen. Genau. Aber natürlich, wie gesagt, auch wenn ich jetzt ein paar Witze darüber mache, unschöne Sache, muss man immer sagen.
Das wünscht man natürlich so keinem. Und es sollte natürlich jeder so gesund bleiben wie möglich halt. Natürlich. Aber ich sag mal so, solange es nichts Schlimmeres ist, solange es mir wieder gut geht und ich mir wirklich nichts Großes getan habe, keine bleibenden Schäden entstehen, gut, passiert's halt mal. Ist ja warmes Wetter draußen, wahrscheinlich, wie gesagt, ich bin mitten in der Nacht aufgestanden, dachte, ach, machst du mal was zu trinken und dann gehst du auf Toilette und bin halt wahrscheinlich etwas zu früh rauf und mein Blutdruck war eben noch nicht ganz da. Okay, muss man halt wissen. Passiert. Kommt in den besten Familien vor, wenn es öfters vorkommt, dann muss ich mir halt wirklich mal gucken, muss ich mal zum Onkel Doktor gehen und sagen, hier, gucke da mal nach, da ist irgendwas komisch. Und naja. Was soll's? So geht das ja noch. Genau. Okay. Oh, Mist. Hast du schon wieder so einen Dornrücken am Hintern? Ja, also das auf jeden Fall deine ganzen Dornen am Hintern, die haben schon viele Stühle kaputt gemacht. So. Also wir gehen auf jeden Fall mal noch dahin, wo wir uns verwandeln mussten. Weil da sind in erster Linie die Monster, die wir jetzt benötigen. Ja. Mussten wir uns verwandeln? Ja, hier auf der Brücke mussten wir uns verwandeln, ne? Ach so. Aber das weißt du ja sicherlich noch, ne? Nein. Nee, dachte ich mir. Das ist das falsche Ziel. So lange her. Schon über 14 Tage auf jeden Fall. Ach doch, das war die Brücke, wo du den Weg nicht mehr gefunden hast. War das die? Hä, bitte? Wo ja. Ich den Weg? Wo ich den Weg eher wusste als du? Gute Frage, ich glaube aber eigentlich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich weiß es gleich gar nicht. Ah, okay. Die eine Fortschrittsquest müsstest du jetzt fertig haben, kann das sein? Ja, sprecht mit Beschützermitglied, okay. Hast du nicht gesehen. Und genau. Für die Kalidon-Jagd brauchen wir halt noch ein paar mehr Schamanen und ein paar Verfolgerer. Genau, so war es geplant. So war es geplant, so wird das ausgeführt. Das sind halt einfach nur ein paar Questen, die man halt jetzt noch dazwischen haut, um halt auf 50 zu kommen. Jo. Wie gesagt, das ist halt ein bisschen schwierig, habe ich aber am Anfang auch schon angekündigt, dass es jetzt ein bisschen schwieriger wird. Ah, wie gesagt, das Problem ist natürlich auch, dass ich Düs Plan ein bisschen durcheinander haut, da er ja immer mit dem Goldpaket gelevelt hat und entsprechend halt schneller vorankam. Und den Vorteil halt nicht habe. Aber sagen wir es mal so, also wir haben die Questen wurden eigentlich meistens immer gemacht. Also, ja, aber wahrscheinlich dann halt auf der. Bin, ist natürlich schon sehr, sehr vorteilhaft. Ja, ja. Genau, wollte ich gerade sagen, aber eben auf deinem Level dann höchstwahrscheinlich. Ja, sagen wir es mal so, also die Questen hier hätte man wahrscheinlich so oder so machen müssen. Ja. Das wäre jetzt hier, also die hatte ich auch immer meistens so mitgemacht. Okay. Aber wir haben relativ viel Zeit halt bei diesen Goldmünzen halt auch mit verbracht, wo ich halt. Dadurch habe ich halt auch diesen Level-Vorsprung halt mir so erarbeitet und ja. Da haben wir vielleicht ein paar Folgen halt dann insgesamt zu viel verbracht, wo ich eigentlich im Normalfall nicht gewesen wäre. Sagen wir. Na, so. Geht doch mal an hier. Hallo. Na, dann loot ich halt. Na gut, loot ich halt. Wenn er unbedingt will, dass ich loote, anstatt jetzt raufzuhauen. So. Okay. Ja, wie gesagt, aber. Es geht auch so, sieht man ja. Man braucht nicht unbedingt Goldpaket nur zu sein. Und das möchte man natürlich auch nochmal im Let's Play so zeigen. Das kann man ja eben genauso wenig wie halt der Dü-Abonnent in Star Wars sein muss oder eben halt großer CS-Verbrauch in in Fiesta ist. Es sollte ja auch bei dem Free-to-Play so Spiel so sein, dass man grundsätzlich Hunden durchkommt, ohne dass man irgendwie großartig was investieren muss. Klar, natürlich. Nachteile hat man immer, sonst könnte sich das Spiel ja nicht finanzieren. Aber solange das Spiel spielbar ist, ist ja alles gut. Ja, man muss natürlich auch immer bedenken, ja. Und gut, ich selber bin natürlich kein Fan von irgendwie Ausgaben jetzt für Spiele oder sowas in die Richtung. Bin natürlich aber auch nur ein einfacher und kleiner Schüler. Aber man muss aber auch halt natürlich sagen, es ist halt auch immer Arbeit, die hinter solchen Spielen steckt, ne. Einmal haben sich Leute halt dran gesetzt, dieses Spiel stundenlang geschrieben. Da irgendwie was stundenlang gemacht und dann halt natürlich auch die Server, die dann halt hier bereitgestellt werden. No. Die Grafiken, Design, die Dauerleistung von den GMs, von den Mitarbeitern natürlich, das muss alles bezahlt werden. Entsprechend darf man da nie sagen, ja, ich will das unbedingt teurer oder billiger haben, ich will kostenlos haben, da steht Free-to-Play, ich muss das jetzt unbedingt kostenlos spielen. Wenn man komplett kostenlos spielen will, sollte man sich Browser-Games zulegen, da gibt es immer noch welche, die nur durch Werbung finanziert werden. Das geht auch.
Gibt's noch welche? Echt? Ich denke schon. Puh, gute Frage. Das, was also, wir mal gespielt haben, das eine Spiel wurde auf jeden Fall aufgelöst. Und wir können es ja natürlich mal sagen, sind sowieso das kleine No-Name-Projekt des Starfights.de hatten wir mal gespielt. Ja, das war sozusagen mein erstes Online-Game, was wir damals angefangen hatten. Beziehungsweise ich damals angefangen hatte und der nachgejoint ist sozusagen. Ja, wie halt wie beim Let's Play hier. Ja, genau, wie halt fast überall. Ja, genau. Stimmt eigentlich, ja. Stimmt. So. Stimmt. Wobei bei Iron war ich... Warst du etwas eher und ich bin nachgejoint, aber halt nicht dabei geblieben. Nicht dabei geblieben, genau. Genau. So, jetzt würde ich mal sagen, da du mir die Ausnahme gehustet hast, beenden wir die hier ganz einfach. Okay, alles klar. Wir suchen uns auf jeden Fall allerdings nochmal ein sicheres Plätzchen hier, weil hier sind 100.000 Monster. Da bin ich durchaus einverstanden mit. Wenn wir irgendwo nochmal hier demnächst wieder einloggen, werden wir definitiv sterben und auch habe ich eigentlich keine Lust. Das muss nicht sein. So, den Schaman hast du noch am Hintern? Ich glaube, hier werden wir dann relativ sicher stehen. Kommen wir noch ein Stück hoch, sonst hättest du vielleicht den Verfolger noch. Okay, gut. So, ich denke, wenn wir uns hier hochstellen... Okay, ja, sollte gehen. Das Plätzchen. Dann so, würde dann. Ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss. Tschüss.